liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Weihnachten steht vor der Tür, da ist es Zeit für Guardians of the Galaxy. Die Marvel Collector's Core Box ist da und ich schneide sie auf. Die Box ist diesmal verdammt hoch. Hoffen wir, dass auch was verdammt Großes drin ist. So ein 9 Zoll Groot oder so. Dieses Vinyl Sugar Ding wäre doch ganz cool. Aber wir haben zuerst wie immer Patch und Pin. Und diesmal kriege ich den Patch sogar einigermaßen ab. Wenn ihr mal gucken wollt, das ist nicht Groot, das ist Rocket. Oh, Guardians of the Galaxy Rocket. Collector Core. Ja, der sieht doch ganz cool aus. Ne, mit seinen roten Augen. Das ist ein ziemlich guter Patch. Ziemlich guter Patch. Dann haben wir natürlich auch den Pin, der natürlich wieder nicht so gut abgeht. Ja. Der Pin ist diesmal, wenn ihr das sehen könnt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So klein, ne? Oh, dicht daran kann ich nicht. Das ist jetzt aber Groot. Ja, auch ganz nett. Manche Leute stehen ja drauf. Ich finde das alles so, ja, gut, dass es drin ist, aber wenn es nicht drin ist, ist auch nicht schlimm. So, was ich euch noch zeigen kann, bevor ich jetzt hier den Rest auspacke. Ihr seht ja auch ein bisschen was von dem Artwork, von der Box. Ja. Das ist immer ganz cool gemacht. Was haben wir hier drin? Wir haben drin als erstes einmal einen... Oh, der ist aber süß. Ein Comic-Heft drin. Ein Comic-Heft. Backed und boarded. Diesmal genauso unstabil wie letztes Mal. Und vorne drauf halt ne, Rocket und Groot. Weihnachtlich gemacht. Das ist Guardians of Infinity. Heft Nummer 1. Variant Cover. Natürlich exklusiv für dieses... Dingens hier, für die Box. So, Comic-Heft, okay. Was ist was? Ja, gut, okay. Die Box ist interessant, ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Wir holen das nächste Teil raus. Was ist das hier? Das hier ist ein Marvel Guardians of the Galaxy Schal. Hm? Guardians of the Galaxy. Und auf der Rückseite ist ein meterlanger Dancing Groot. Das ist super. Passt ja gut zu meiner weihnachtlichen Verkleidung hier. Ist ja auch so kalt inzwischen, ne? Da muss man nochmal. Oh, jetzt haben wir einen Guardians of the Galaxy Schal. Sehr schön. Ach, ich fühle mich gleich viel besser hier. Sehr schön. Guardians of the Galaxy Schal. Was ist hier drin? Nix. Da haben wir. Dann hole ich mal das große Teil raus. Das große Teil ist kein 6 Zoll oder 9 Zoll Groot. Nein, das große Teil ist, und zwar Pop Home. Das ist eine neue Reihe innerhalb der Funko-Produkte. Warum das unter Pop läuft, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil das optisch den Pops nachempfunden ist. Das ist eine Tasse. Und zwar ist das eine Tasse zu, wie ihr unschwer erkennen konntet. Ich werde sie einfach mal rausholen, wenn ich es hinkriege. Das Ding ist mal ganz schön groß. Da passt eine Menge Punsch rein, Leute. Oder Kaffee. Oder was ihr auch immer trinkt. Die ist ziemlich cool. Star-Lord. Ne? Peter Quill mit Maske. Und die ist richtig stabil. Ihr erinnert euch vielleicht, da gab es vor einer Weile mal in einer Loot Crate so eine Venom-Tasse. Die Venom-Tasse im Vergleich zu der hier ist hauchdünn. Und die hier ist eindeutig sehr viel hochwertiger. Also das ist wirklich eine Qualitätstasse. Ne? Ist auch recht schwer und ihr wisst ja, bei mir gibt es immer mal so ein Foto mit einer Tasse und da wird das Ding sicherlich auch irgendwann seinen Platz in meiner Galerie finden. Zu dieser Box gab es wieder Ankündigungen von wegen, ja, es wird unsere größte Box sein. Jetzt wissen wir auch warum, wegen dieser Riesentasse. Ne? Die Riesentasse, deswegen ist die Box so groß. Und die Leute haben alles spekuliert. Wie ich schon sagte, einen großen Groot oder einen Ride, ne, mit dem Raumschiff von Star-Lord oder irgendwas. Ein Thanos auf seinem Stuhl zum Beispiel. Das war alles Spekulation. Und jetzt zeige ich euch, was wir bekommen haben. Und zwar das hier. Auch Pop. Eine neue Reihe innerhalb der Reihe der Pops, und zwar Bobblers, Rocket und Groot.
ich pack das mal aus, damit ihr seht, was das ist. Das ist zu hart. Eigentlich ist das zu hart. Und das geht nicht so gut. Also, schaut mal. Passend zu Weihnachten. Das ist auch wirklich ein Bobblehead, ne? Wenn man mal guckt. Und hier oben, wie ihr seht, ist so ein Aufhänger dran. Das sind Weihnachtsornamente. Ja. Einfach mal Weihnachtsornamente. Hier ist noch der Rocket dazu. Das ist total niedlich. So. Und ich muss ja zugeben, ich wusste natürlich, was drin ist. Ja, ja. Dem war auch kaum zu entgehen. Ganz ehrlich, denn es gab hier einen riesen Shitstorm wegen dieser Box. Die Leute waren so enttäuscht. Unfassbar, wie enttäuscht die Leute waren. Die Leute waren sauer, weil es wurde versprochen, eigentlich in jeder Box ist ein Pop drin. So, jetzt kann man drüber streiten. Ja, die Tasse läuft unter dem Motto Pop. Und die Bobblers laufen auch unter dem Motto Pop. Haben wir jetzt also einen Pop drin oder nicht? Jein. Diese Ornamente sind natürlich Vinyl und sie sind Bobbleheads und sie haben die optischen Merkmale eines Pops. Sind es deswegen Funko Pops? Nein, es ist wirklich schwer zu sagen. Eigentlich schon. Das heißt, so gesehen hat MCC und Funko uns nicht betrogen. Wir haben ja unsere Pops in der Box, sogar zwei. Ne? Auf der anderen Seite ist das eben nicht das, was die Leute erwartet haben. Und das ist das größte Problem. Der Shitstorm kam eigentlich deswegen, weil die Leute eine andere Erwartungshaltung hatten an die Box. Das ist schade. Denn wenn man es mal ganz genau nimmt, ja, ein T-Shirt war nämlich auch nicht drin. Dafür war ja dann dieser Schal hier drin. Es ist auch an sich etwas gewesen, was sie immer versprochen hatten. Von wegen, jo, ihr kriegt einen Pop und ihr kriegt ein T-Shirt. Jetzt ist weder noch drin. In einer Box beides nicht drin. Jetzt kann man sagen, scheiße, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Ich wollte immer genau dasselbe haben wie letztes Mal und vorletztes Mal und vorvorletztes Mal. Ja, und letztes Mal war ja auch schon dieses Problem. Da gab es ja dann diese Geschichte mit dem Morbius, wo die Leute alle was anderes erwartet hatten, einen Morbius bekamen und deswegen stinkesauer war. Jetzt haben sie es schon wieder verkackt in den Augen der meisten Leute. Ich sage euch ganz ehrlich, ich finde diese Box großartig. Sie ist mutig. Das ist ganz mutig, das anders zu machen. Cooler wäre es noch gewesen, wenn noch nicht mal ein Comic drin gewesen wäre diesmal. Sondern vielleicht ein Notizbuch oder irgendwas anderes noch, was so ganz abweicht von dem, was sie sonst so gemacht haben. Diese Box ist so mutig, das ist fast nicht in Worte zu fassen. Da Capo, sehr schön Funko, sehr schön Marvel Collector's Core. Ihr habt hier etwas abgeliefert, was in dieser Form bis jetzt momentan einzigartig ist. Ihr habt etwas gebracht, was so völlig anders ist als das, was ihr bisher gebracht habt und habt damit allen Leuten bewiesen, dass ihr nicht nur den Standard rausbringen könnt, sondern auch andere Sachen, dass ihr abweichen könnt, dass ihr nicht mit dem Strom schwimmt und den Leuten nochmal was Neues bietet und deswegen seid ihr cool. Also ich bin froh, dass ich diese Box hatte. Ich feiere das total ab. Ich kenne ein paar Leute, die sind total traurig, dass sie diese Box nicht hatten. Und ich kenne auch ein paar Leute, die sagen, ich wollte auch nicht verkaufen. Geh nach Hause. Und wenn du schon zu Hause bist, dann lass mir auch mal ein Abo da. Nein, Leute, ich kann das schon verstehen. Ne? Erwartungshaltungen sind halt immer ein Problem. Ich gebe es zu, jeder von uns hätte sich gefreut, wenn ein großer Rocket, also ein großer Groot drin gewesen wäre, mit einem kleinen Rocket oder ein Ride oder sonst was. Das haben wir aber jetzt aber nicht gekriegt. Wir haben was komplett anderes gekriegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer noch toll. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Box. Ich werde wahrscheinlich davon auch kaum was abgeben. Also die Bobblers bleiben und die Tasse bleibt auch. Das ist auf jeden Fall klar. Und der Schal sowieso. Also ich bin zufrieden. Ich finde das ganz, ganz toll. Und wenn ihr traurig seid und die Box jetzt nicht toll fandet, tut mir leid für euch. Tut mir wirklich, wirklich leid. Vielleicht ist das dann doch nicht die richtige Box für euch, weil letztes Mal hat sie euch schon nicht gefallen. Diesmal gefällt sie euch nicht. Wer weiß, was nächstes Mal drin ist. Da ist dann wieder kein normaler Pop drin. Da ist dann vielleicht sind dann drei Dorps drin. Wer weiß, meine Güte. Es ist halt einfach so. Und Surprise-Boxen sind nichts für jedermann, da muss man durch. Und deswegen nimmt's der Box nicht so übel, dass sie was Neues probiert hat, ja? Im weihnachtlichen Sinne, ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst mir nicht zu kommentieren, wie hat euch die Box gefallen? Das interessiert mich sehr. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Das habe ich eben schon mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Und ich bin natürlich immer super begeistert, wenn dieses Video einen Daumen nach oben bekommt.
schaut auch gerne in der Funko-Sammelkiste vorbei. Da könnt ihr das hier, wenn ihr das habt und nicht haben wollt, sofort loswerden. Oder wenn ihr es unbedingt haben wollt, mit Glück momentan einige davon kriegen. Funko-Sammelkiste. Unbedingt reinschauen. Ja, und ansonsten denkt mir bitte noch an meine Freunde und Kollegen bei YouTube. Da müsst ihr auch unbedingt mal hin. Lasst den Leuten auch mal ein Abo da und schaut euch mal ein paar Videos von denen an. Die freuen sich auch. Wir sehen uns schon morgen wieder. 12 Tage Christmas mit Mike. Was morgen kommt, weiß ich selber persönlich noch gar nicht. Aber ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis morgen. Macht's gut. Hey!